Hey, ich bin die Niki, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wir werden jetzt gleich eine Step-Intermediate-Stunde machen, beziehungsweise einen Block a 32 Zählzeiten mit der Repetition-Reduction-Methode. Falls du kein Trainer bist, muss es dir nichts heißen, alles gut. Ich werde ganz normal aufbauen, wie sonst auch. Vielleicht doch ein bisschen anders. Wir werden nämlich einige Wiederholungen machen und die Schritt für Schritt minimieren bzw. halbieren und dann kommen wir auf unseren Block, den wir haben wollen und dann werden wir erst Schritt für Schritt variieren. Ein bisschen anders wie beim Easy Step, da habe ich zuerst Variationen eingebaut und dann erst minimiert. Jetzt wünsche ich dir aber ganz arg viel Spaß beim Steppen. Du brauchst ein bisschen Platz rechts und links, denn wir werden die ein oder andere Drehung machen und jetzt würde ich sagen, falls du mich noch unterstützen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, über die Step Up Crew Mitglied zu werden. Da kannst du für 7 Euro Mitglied werden und du bekommst Videos wie dieses hier direkt nach dem Drehen, schon einen Tag danach. Ich habe jetzt schon 8 Videos oder sogar 9 Videos vorgedreht. Das heißt, in der Pipeline sind ein paar, die noch nicht auf YouTube veröffentlicht sind, die du aber in der Step Up Crew schon sehen kannst. Also es lohnt sich, schau auf jeden Fall mal rein. Und jetzt würde ich sagen, lass uns starten. Atme tief ein und aus. Tief einatmen. Und tap up. Der ganze Fuß kommt aufs Brett. Wir werden jetzt ein bisschen anders kürzen. Das heißt, die Repetition Reduction Methode ein bisschen anders anwenden. Wir werden zuerst die Grundschritte machen, die schon gleich runter reduzieren. Und noch keine Variationen einbauen. Und erst, wenn wir den gesamten Block haben, wie wir ihn wollen, werden wir Schritt für Schritt die Schritte variieren, okay? Aber ein kleines Mini-Mini-Warm-Up machen wir. Rechter Arm kreis. Und linker Arm. Großer Kreis. 4, 3, 2. Und Achtung, beide Arme. Drei, zwei, gib mir schon mal Knee Lift, Achtung Knee und Knee Lift. Es wird wirklich nur ein Mini-Mini-Warm-Up, das war es nämlich eigentlich schon. Wir brauchen zuallererst den Repeater. Repeat 3, 3 Knee. Top. Den machen wir einen Musikbogen lang, 4 Wiederholungen. Eine noch und dann setzen wir den zweiten Grundschritt ran, Knee Lift. Den brauchen wir 8-mal, um einen Musikbogen zu füllen. 4, 3. Wir reduzieren die Repeater, nur noch 2. 1, 2. Halber Musikbogen, wir füllen auf mit dem Knee Lift, 4 Stück, 4, 3, 2, nur noch ein Repeater, 3, 2, Knee Lift 2 Stück, sorry, auch hier reduzieren wir, Repeater 3, Knee Lift, so haben wir einen 16er, genauso brauchen wir, einen symmetrischen 16er, denn wir gehen von der einen auf die andere Seite, Repeat 3, Knee Lift. Achtung, Repeater 3. Wir setzen hinten das rein, damit wir auf den großen Musikbogen kommen. Nicht nur auf den 16er. Gib mir Basic. Links. 4, 3, 2. Repeat 3. Knee Lift. Oh, Knee Lift. Basic. Links. Rechts. Rechts. Also mein Kopf heute schon. Repeater 3. So haben wir jetzt einen schönen 32er. Knee Lift. Und Knee Lift. Basic. Links. Ich bin ein Spiegelbild. Repeater 3. Wird gleich ein bisschen schwerer und deswegen komme ich natürlich zu dir. Das ist schon unser Grundstock. 4 Basic. 4. 3. Ich nehme jetzt den Repeater
und verändere den Repeater. Du bleibst bei dem, was du kannst. Knee lift. Basic, 4. 2 Push, 1 Knee. 4, 3, 2, 2 Push. Push, Push, Knee lift. Knee und Knee. Basic, 4. 4, 3, 2, 2 Push, 1 Knee. Push, Push, Knee. Knee lift, Single, Single. Basic, zum Runterkommen. 2 Push unten, 1 Knee oben. Push, Push, Knee. Gut, ich glaube, wir können weitergehen, oder? Basic. Vor allem, wenn du die Easy-Version davon schon gemacht hast. 2 Push, 1 Knee. 2 Push, 1 Knee. Knee lift, Knee lift. Basic. 4, 3, 2, 2 Push, 1 Knee. Ich bin bei dir. Knee lift und Knee lift. Basic. Wir gehen 2 Push raus. 4, 3, eine oben, eine unten. Push, Push, Knee lift. On Knee lift ins Eck, Knee lift ins Eck. Im Easy Step habe ich es ein bisschen anders aufgebaut. Geht natürlich auch. 4, 3, 2, ein Push oben, eine unten. Knee, Knee lift. Basic. 4, 3, 2, nochmal, oben, unten, oben, unten, Knie. Wir haben schon eine kleine andere Variation unseres Repeaters mit dem Knee Lift oben. 4, 3, 2, let's go. So bleibt er und Knie. Gerne etwas hoch und auf der Zehenspitze drehend. Bleib bei dem, was du kannst. Oben, unten. Oben, unten. Knee lift und Knee lift. Basic. Die zwei Knee lifts werden zu Cha-Chas. 4, 3, 2, go. Cha-Cha-Brett. Bam-badam und bam-badam. Basic. Cha-Cha-Brett. Bam, bam, bam. Basic. 4, 3, nochmal, komm raus. Kleine Änderung. Cha-Cha-Brett. Eine oben, eine unten. Egal ob rechts oder links. 4, 3, let's go. Boden und oben. Basic. 4, 3, 2, and go. Hopp. Knie. Push unten. Dump, dump, dump. Und oben. Basic. Aus dem Basic machen wir schöne Wee Steps. Bam, bam. Unten. Oben, unten. Cha-Cha, oben, Wee-Step, Wee-Step, 4, 3, 2, go, unten, bam, bam, bam. Und Wee-Step, Wee-Step, let's go. Wir haben eine schöne Änderung. Cha-Cha-Boden, oben, Wee-Step Elvis, tap, tap und tief, hopp, tap, tap, komm tief. Bam-badam.
rechts, links, tap, nochmal, hopp, hopp und tap up. Perfekt. So, wir brauchen nur noch einen We Step Elvis, nur noch einen davon. Und der Rest füllen wir mit Mambos auf. 4, 3, go. Nee. Cha-cha. Und oben. Nur noch ein We Step Elvis. Und Achtung, Mambo. Hopp, hopp. Go. Jetzt sind wir eigentlich schon fast so wie beim Easy. Aber wir wollen ja hier gleich weitergehen. We Step, Tap, Mambo. Wir verändern ein paar Drehungen, die wir einbauen. Intermediate darf ja ruhig ein bisschen gedreht werden. We Step, Elvis und Mambo. Ein Reverse Turn mit unserem Elvis. Go, push, push, knee, cha-cha Boden. Oben, dreh dich, reverse, hopp, hopp, tap rechts, tap links und Mambo, push und push. Nochmal. Cha-cha. Turn, oben, oben, tap, tap, dreh dich weiter, Mambo und Mambo. Go. Cha-cha. Bam, badam. Dreh dich, turn. Mambo. Und Mambo. Einmal noch rechts, einmal noch links. Und dann setzen wir einen zweiten Turn dazu. Bam, badam. Ganz einfache Änderungen, die man reinsetzen kann, um das Ganze ein bisschen schwerer zu gestalten. Mambo. Mambo. Go. Cha-cha. Und da. Turn. Mambo. Tap up. Aus dem ersten Mambo machen wir auch nochmal einen Turn. Das heißt, wir kommen aus dem Elvis-Turn und machen dann einen Pivot. 4, 3, 2, let's go. Jede Änderung kann weggelassen werden. Bam, badam. Und turn. Hopp, hopp. Pivot, turn. Dreh dich weiter. Hopp, hopp und Mambo. Gut, komm raus. Cha-cha. Bam, badam. Und da, 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 turn. Dreh dich weiter. Und pivot. Mambo. Tap up. Das ist schon ganz schön. Eieiei, drehen, 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 gell? Aber schaffen wir. 4, 3, 2, nochmal auf den Boden. Push in die Seite. Push, push, knee. Cha-cha. Bam, badam. Turn Elvis. Und turn vertical pivot. Boom, boom. Und da-da-da. Nochmal. Das ist auch das Ende unseres Blockes. Turn, Elvis. Und pivot. Bam, bam. Und tap up. Wir machen es nochmal. Rechts, links, rechts, links. Rechts, links. Und jetzt volle Karacho, okay? 4, 3, 4, 3. Let's go. Cha-cha-Boden. Bam, bam, bam. Und dreh dich. Hopp, hopp. Elvis. Mambo. Pivot. Go. Cha-cha. Bam, bam, bam. Und tak, tak, tak. Dreh dich. Turn. Elvis. Pivot turn. Und nochmal. Go. Push. Knee. Cha-cha. Turn. Pivot. Hop, hop. Und go.
Ganz schön Drehbogen, gell? Pivot. Letztes Mal. Go. Zack, zack. Elvis. Und pivot. Go. Turn. Pivot. Schlusspose. Geschafft! Wir werden es nächste Woche noch mal ein bisschen schwerer gestalten und der Aufbau wird noch ein bisschen schneller stattfinden, sodass man es wirklich auch für alle Trainer da draußen schwerer und schwerer und schwerer machen kann. Bis zum nächsten Mal. Für einen Daumen hoch würde ich mich mega freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Training. Bis dann! Anderson ticket, talking mother for the biggest.